So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unserer Managerkarriere mit dem FC Liverpool. Wir konnten in der letzten Ausgabe, die genau vor 2 Tagen lief, und genau 48 Stunden, ein sehr, sehr gutes 1-1 in Turin gegen Juve rausholen. Wir waren ebenbürtig, vielleicht ein bisschen überlegen, aber das müssen andere entscheiden. Beziehungsweise das sind ja minimale Punkte, die vielleicht besser waren oder vielleicht schlechter, kann man schlecht sagen. Und was mich ebenso erfreut hat, ist, dass Dortmund dann am Ende noch 2-1 gewinnen konnte. Nach dem Führungstreffer von Agüero konnten Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang und Maximilian Philipp das Spiel zugunsten der Dortmunder drehen. Und ja, natürlich ist das immer noch ein sehr gutes Ergebnis für Man City. Und die haben alle Chancen natürlich, das zu gewinnen. Aber es sieht gut aus und vor allem sieht es gut für uns aus, denn wir müssen auch nicht jetzt nach Dortmund gucken. Denn wir sind Trainer von Liverpool. Vom großen FC Liverpool, die an der schönen Anfield Road spielen dürfen. Und jetzt ist, ach okay, wir haben zuerst eine Länderspielpause. Und danach findet das EFL Cup Finale statt gegen Man City. Und ich freue mich gerade wirklich, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben. Da können vor allem Sturridge und ein, zwei andere Spieler sich erholen. Namentlich Van Dijk nicht, ne? Doch, Van Dijk, genau. In 2 Wochen wird er auch wieder fit in etwa. Salah braucht leider 2 bis 3 Monate. Hat auch viel Mut verloren, kann ich gut verstehen, von 9 auf 6,8. Ja, Moreno ist wieder gesperrt, das 3. Spiel in Folge. In der Champions League gesperrt, in der Premier League und im EFL Cup. Beziehungsweise in 2 nationalen Wettbewerben. Das ist schon ein bisschen blöd. Er hat sehr viel frei die letzten Wochen, ohne verletzt zu sein. So, der EFL Cup ist natürlich jetzt, ja, das ist kein allzu hohes Prestige, aber wenn man schon im Finale steht, will man den Pott natürlich holen. Vor allem gegen so einen großen Gegner sollte man dann natürlich umso eher motiviert sein. Das ist klar. Ah, es ist keine Länderspielpause, sondern der FA Cup findet statt. Und weil wir leider draußen sind, haben wir jetzt praktisch 11 Tage frei. Okay. Den Spielern wird es auch ein bisschen freuen, da die es komplett erholen können. Fragt sich nur, ob die jetzt vielleicht zu viel Spielpraxis verlieren. Aber das glaube ich ja nicht. Klar, die werden jetzt vielleicht nicht 100% haben oder 98, 95, 94%. Aber auch das ist jetzt ja nicht unbedingt wenig. So kann sich immerhin jeder schön erholen. Vor den nächsten wichtigen Wochen. Bestehen halt aus dem Finale der Premier League, dem Ligaspiel, wo wir sogar die Top 4 noch schaffen wollen. Und natürlich unter anderem das Rückspiel gegen Juve, wo wir schaffen wollen, uns noch mehr Runden in der Champions League zu erspielen. Den Juve rauszuschicken wäre schon ein Hammer. Ach, Chamberlain verletzt ist. Für wie lange habe ich gerade nicht gesehen? 3 bis 4 Wochen, das ist ja unglaublich. Ah, Mann.
Dann wahrscheinlich ist er im Training verletzt. Wieder eine bittere Nachricht für unsere Offensive. Und jetzt kommt ja keiner zurück, also fehlt jetzt noch eine Alternative. Eine wichtige, wie ich finde, weil der halt immer wieder reinkommt. Man kann ihn einwechseln. Hin und wieder spielt er von Anfang an, um andere schonen zu können oder weil er halt gut in Form ist. So ein Rotationsspieler. Und es ist. Ja. Nee. Wir sind halt nicht so breit aufgestellt, dass wir jetzt das alles auffangen können. Zwei Flügelspieler fehlen aus und da wird schon langsam eng. Gut, jetzt die Aufstellung. Karius beginnt natürlich. Scheinbar muss natürlich raus, leider. Van Dijk kann gerne auf die Bank. Müller auf die linke Seite. Ach, die haben noch alle sehr viel Spielpraxis. Mehr als ich gedacht habe. Marco Gojic, nein. Ja, ich beginne genau mit dieser Elf. Die sind alle fit. Die sind im Saft. Im Säftchen. Jetzt haben wir noch Markovic für die Flügel. Lallana ist unbedingt, der ist dafür nicht geeignet. Der ist dafür überhaupt nicht geeignet dazu. Doch, dann wollen wir mal ins Finale. Wir sind komplett ausgeruht. Man City musste spielen. Aber auch die werden, ja, wie man sieht, keine allzu großen Vorteile. Wir haben natürlich ein paar Konditionspunkte mehr auf dem Konto, aber das wird es jetzt, glaube ich, nicht entscheiden am Ende. Firmino nach 3 Minuten. Schön. Guter Start. Firmino, der hätte perfekt gepasst. Oh, schade. Schade, schade, schade. Ein 2:0 nach einer Viertelstunde, das wäre herausragend. Kein Problem natürlich für Loris Karius. Coutinho. Von rechts Mané. Völlig frei und er macht das 2:0. Ich will direkt mal auf Kontrolle gehen, denn wir haben sehr wenig Ballbesitz. Und das kann sich irgendwann mal sehr stark rächen. Von daher will ich lieber erstmal so auftreten. Ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Natürlich ist Man City, hat eine Taktik, dass sie versuchen, möglichst viel Ballbesitz zu haben. Typisch Pep Guardiola, auch wenn die hier nicht mehr Trainer sind. Trotzdem ist die Mannschaft darauf eingestellt, denke ich mal, und spielt immer noch ein ähnliches System. Ja. So viel zur Kontrolle. Das darf nicht wahr sein. So ein einfacher Fehlpass. Oh.
Manni, Bravo war doch viel zu weit links. Sah so aus, als hätte Manni ihn auf den falschen Fuß erwischt. Irgendwie kriegt er dann doch noch die Hände an den Ball. Leider gut vom Torhüter. Das ist so eine klasse Offensive, die Man City hat. Kann man mit der Zunge schnalzen, wie man so schön sagt. Da versucht man auf Kontrolle zu gehen, damit es ein bisschen ruhiger ist, man nicht allzu viele Chancen herausspielt. Und genau dann, wenn man auf diese taktische Umstellung geht, kriegt Man City deutlich viel mehr Räume. Mehr Abschlüsse, schießt direkt ein Tor und drängt auf das zweite. Aber solange wir noch führen, haben wir natürlich die Argumente. Nee, wisst ihr was? Ich gehe auf Angriff. Ja. Wir schaffen es nicht, mehr mit Ballbesitz zu kommen, wenn dann nur dezent. Also hat es nicht viel mit Kontrolle auf sich. Schön von Milner. Mann, über links, Milner. Sturridge! Das ist doch wie gemacht für Daniel. Sturridge. So, City kontert wieder. Mit den schnellen Männern. Ist das schon kurz? Ah, gut, gut. Kriegen wir doch noch den Ball. Sehr schön, Coutinho. Sehr viel Platz auf der linken Seite. Da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand und zwar Mané. Und er macht das 3-1. Oh, zum Glück konnte noch kein City-Spieler schnell genug zurückrennen. Drei Vorlagen von Philipp Coutinho. Herausragend, wie er auf der rechten Seite spielt. Wieder mal rechts. Aber diesmal natürlich. Keine allzu gefährliche Flanke. Sehr schön. Ich glaube, dass City wirklich einfach anfällig ist, wenn man offensiv gegen sie spielt. Mané 4-1, weil die Saison. Hauen wir die in jedem Spiel sowas von weg. Und die spielen ja diesmal auch wieder. Also wieder mit einer Top-Elf. Ihrer bestmöglichen Elf. 4-1. Jesus. Aber den kriegt natürlich Loris Karius. Das sieht ganz nach unserem ersten Titelgewinnern aus. Coutinho marschiert da durch. Er ist nicht der allerschnellste von den Fähigkeiten her. Irgendwie 14 Schnelligkeit. Also das ist natürlich nicht langsam, aber es gibt natürlich Flügelspieler eines anderen Kalibers. Herrera. 4-2, okay. Yangel Herrera, der sagt mir nichts. Okay, vielleicht doch nicht mit der Top 11, wenn die jetzt mit einem Herrera spielen. Aber ansonsten, ah ne, der kam gerade erst rein, okay? Und dann schießt direkt ein Tor. Mann, Mann, Mann. Firmino Henderson. Noch eine halbe Stunde. Wir liegen zwei Tore vor. Okay, die Bank ist auf jeden Fall, gehört die nicht zur Top 11. Geht noch eine De Bruyne runter? Also ich weiß nicht, ob das so ganz realistisch ist. Ich glaube, in der Realität hätte man das schon auf der Bank andere Spieler gehabt. Jesus, Jesus. Zwanzig Minuten circa.
Wieder mit so viel Platz. So, wir haben noch kein einziges Mal gewechselt. Jetzt können wir das in aller Ruhe tun. So. Bisschen frische Kräfte reinbringen. Coutinho, Coutinho. Läuft wieder vorbei, Mané. Das wäre die Entscheidung gewesen. Van Dijk kriegt noch ein paar Minuten. Weil nein, 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 wir müssen ja nicht übertreiben. Markovic für den überragenden Coutinho. Dafür sich mal den Applaus abholen. Mané 3 Tore, Coutinho 3 Vorlagen. Die haben gut funktioniert. So, das war's. 95. vorbei, 4-2 gewonnen. Wir haben den EFL Cup gewonnen. Glückwunsch an die Mannschaft. Mal kurz klatschen. Sehr schön, sehr schön. Und mal wieder eine überzeugende Leistung und wieder einmal eine überzeugende Leistung gegen Man City. Sehr schön. Titel Nummer 1 ist da. Mal gucken, ob das einzige Titel dieser Saison sein wird. Sieht zwar danach aus, weil in der Liga wird es sehr, sehr schwer. Und natürlich in der Champions League muss man auch Glück haben, es da bis ins Finale zu schaffen und das dann auch noch zu gewinnen. Ne? Gut, jedenfalls, das war's wieder von heute. Und ja, ich denke mal, bei einem Titel darf man sich umso eher über eine positive Bewertung freuen, oder? Nein, Spaß beiseite, ihr könnt das wie immer freiwillig machen. Und ja, ansonsten in 2 Tagen geht's weiter um Punkt 14 Uhr, dann wieder mit dem Liga-Alltag. Es stehen jetzt, glaube ich, 2 Heimspiele an in der Liga. Und ja, gegen wen werdet ihr dann wie immer in der Videobeschreibung sehen. Bis dahin, meine Leute, habt noch einen schönen Tag. Ciao, Wikowski.